Märchenpodcast am Sonntag. Mit Diana Drexler. Heute gibt es ein Märchen aus Indien. In Indien lebte einmal ein reicher Maharaja. Er wohnte in einem wunderschönen Palast. Und jeden Tag kamen von überall her Männer und Frauen, um den Maharaja zu besuchen. Und jeder brachte ein wunderschönes Geschenk mit. Jeden Tag kam ein fremder Mann zum Palast. Niemand kannte ihn, niemand wusste seinen Namen. Dieser fremde Mann kam in den Palast hinein, verneigte sich tief vor dem Maharaja und überreichte ihm einen ganz gewöhnlichen Apfel. Der Maharaja schaute sich den Apfel an und wusste nicht so recht, was er damit anfangen sollte, rief seinen Visier und sagte zu ihm: »Visier, bitte nimm diesen Apfel, ich weiß nicht, was ich damit machen soll.« Und der Visier nahm den Apfel, wusste aber auch nicht so recht, was er damit anfangen sollte, und rief seinen Diener. Und der Diener nahm den Apfel. Und so ging das jeden Tag. Jeden Tag kam dieser fremde Mann. Er kam immer zur selben Zeit. Und dann verneigte er sich vor dem Maharaja und holte wieder einen Apfel aus seiner Tasche. Und jedes Mal gab der Maharaja den Apfel seinem Visier und der Visier reichte den Apfel weiter an seinen Diener. So verging ein ganzes Jahr. Wieder kam der fremde Mann in den Palast, wieder holte er einen Apfel aus seiner Tasche. Diesmal war eine Fürstin mit in den Palast gekommen und sie hatte ihren kleinen Affen mitgebracht. Als der Affe den Apfel sah, stürzte er sich sogleich auf ihn und wollte ihn fressen. Kaum, dass der Affe in den Apfel biss, sah man doch im Apfel etwas strahlen, funkeln und leuchten. Da war doch ein kostbarer Edelstein in dem Apfel. Der Maharaja, als er das sah, dachte er an all die Äpfel, die er jeden Tag achtlos an seinen Visier weitergereicht hatte. »Visier, wo sind die Äpfel, die ich dir jeden Tag gegeben habe?« »Die Äpfel«, sagte der Visier, »die habe ich meinem Diener weitergereicht.« »Hol den Diener«, sagte der Maharaja, »ich möchte wissen, wo die Äpfel sind.« Und so kam der Diener und sagte zum Maharaja: »Die Äpfel habe ich in den Keller gebracht. Komm mit, ich kann es dir gerne zeigen.« Und so ging der Maharaja mit dem Diener und dem Visier hinunter in den Keller. Und da lagen die Äpfel. In einer Kammer lagen sie. Und dabei lagen auch die kostbaren Edelsteine. 365. An der Zahl. Und ich wünsche euch, dass ihr auch so kostbare Kerne in den Märchen finden werdet, die ich euch noch alle erzählen möchte. So wunderschöne Kerne, wie damals der Maharaja in den Äpfeln gefunden hatte.